In der letzten Mission haben wir ja gemeinsam gelernt, dass Captain Price nur ein Hilfsschütze ist. Also ich denke mal, wir hätten aktuell mehr zu sagen als er. Und die nächste Unterrichtsstunde naht nun, 4:30 Uhr in der Früh müssen wir wieder raus. Ja, das Wetter ist teils bedeckt, leicht windig und noch relativ kühl, nur 10 Grad. Mal schauen, ob wir jetzt hier gleich zumindest in einem heißen Gefecht landen. Teilt euch in Gruppen von 6 pro Panzer auf. Das machen wir. Los geht's. Wo sind wir jetzt hier? Wow! Na, da sieht man mal, dass wir doch viele Leute hinter uns haben. Da war eine Granate. Noch einer. Sind wir doch nicht so wenig, wie in der letzten Folge noch gedacht. Aber das kam uns, ich denke mal nicht nur mir, sondern euch auch, wirklich extrem wenig vor. Da kamen solche Massen an Gegner. Und dann waren wir da zu viert, denke ich mal, ne? Oder zu fünft. Mehr waren wir ja nicht. So, also. Bleiben wir jetzt hier beim Panzer. Nee, der fährt hier über den Zaun? Ja, das kannst doch keiner erzählen. Der fährt doch hier nicht so über. Nicht, ah, der fährt doch nicht so über den Zaun. Also, Captain Price, was macht. Ein Schütze! Captain Price wurde befördert. Er ist kein Hilfsschütze mehr, er ist ein Schütze. Das gibt's ja gar nicht. Und wir kriegen das nur so kurz und knapp hier mit. Hat uns gar keiner richtig erzählt. Na komm, Price. Los. Du bist Schütze an die Front. Naja. Oh, das kracht hier wohl gleich ein. Jetzt schauen wir mal. Die Gegner sind hier wohl schon alle eliminiert. Nee, noch nicht. Komm. Noch nicht ganz. Überfall. Artillerie? Auf welche Geschütze? Wir warten auf die Geschütze. Oh, shit. Okay, also wir bleiben jetzt hier hinter dem Panzer. Ja toll, hat ja nicht viel ge. Oh. Oh, die stellen mir jetzt. Oh. Jetzt haben wir hier schon wieder die Hälfte der Leute verloren. Also hinter dem Panzer verstecken. Oder vielleicht auch raufspringen. Nee, es geht nicht. Leute, kommen, Tierschutz. Au. Jetzt machen wir Sturmangriff. Ja. Wieso können die denn bitte schön sprinten und wir können nicht sprinten? Was soll das denn jetzt? Also ich kann nicht sprinten. Wo? Ist das da noch einer? Nee. Kann man hier auch so. Autsch. Au. Komm, Ruhe da. So, komm, wir gehen mal hier diesen. Nein, 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 nein. Oh, ich habe eine Mine gehört. Meine Güte. Schock. Nee, hier kommen wir nicht weiter. Also, wir gehen jetzt hier runter. Was? So, jetzt räuchern wir die hier mal aus. Leute! Hier ist ein Bunker oder was weiß ich was. Runter da. Nur zwei. Komm, Price, komm mit. Wir sind hier nur zu dritt. Oh nee, jetzt sind hier. Das kann nicht wahr sein. Jetzt sind wir jetzt hier der Einzige oder was? Na gut. So ist ja auch ganz lustig, Leute, beeilt euch, das kracht hier wohl auch gleich wieder. Ja, nur einer. Also Captain Price und ich ganz alleine. Das kann nicht wahr sein. Wir sind wirklich nur zu zweit. Ich hatte ja am Anfang dieser Mission Hoffnung, dass wir mal mehr Leute sind als in der letzten Folge, aber gut. Jetzt sind wir nur zu zweit. Ups, kommt, Leute, Ruhe. Müssen wir mal schauen, ob vielleicht noch. Ah, hier sind doch ein paar. Geht doch. Juhu. Das ist gut. Aber irgendwie greift außer mir hier keiner wirklich an, ne? Nein! Oh Gott! Nein! 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 Das war.
Ja, was machst du denn auf der Seite? Oh, es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh, er hat Nasenbluten. Shit. Was macht er denn auf der anderen Seite, bitteschön? Der muss doch bei hinter mir sein. Oh, leise, leise. Wie geil ist das denn? Ey, wie kann man denn so blöd sein und die Granate nicht hören, bitteschön? Naja. Eigentum und was? Der deutschen Armee. Jetzt gehört es uns. Und wir müssen mal wieder voran gehen mit 3 Mann im Gepäck. Immerhin. Ja, es gibt neue Helme, das ist gut, denn hier ja, krachen ja immer mal wieder Felsen aus den Wänden und von der Decke. Da brauchen wir jetzt hier mal so einen neuen Helm. Wenn ich wüsste, wie man den aufnimmt. Na toll. Lassen wir den halt hier. Ja, wir haben mal wieder ein bisschen Verstärkung. Wo? Komm. Ich wollte gerade sagen, wir nutzen den Panzer jetzt hier mal als Deckung wieder. Das ging relativ gut. Zumindest die Hälfte unserer Leute haben überlebt und die Hälfte ist jetzt schon wieder tot. Ach, nee. Nein, jetzt auch noch der Panzer hin. Ey, hier ist noch einer. Kommt, Leute, hinterher. Von wo schießen die denn? Ich sehe hier gar keinen. Ist da einer? Hä, irgendwie bin ich heute blind. Auf wen? Komm, wir müssen gucken, dass wir hier vielleicht in so einen Graben reinkommen. Da sind wir denn, glaube ich, noch ein bisschen geschützter. Los, los, los. Autsch. So, wow. Ja, ja, freu dich mal, dass du einen abgeknallt hast. Ich habe hier schon zigtausend Leute. Hey, kommt mir das nur so vor, da läuft Captain Price hinter uns her. Ich glaube, wir haben wirklich mehr zu sagen als der. Ah, Beifuß, Captain Price, Beifuß. Naja, gut, also ist aber auch... Ah, da gibt's ja gar nicht. Wie kleine... Köter wollte ich gerade sagen, aber das klingt ja auch ein bisschen beleidigend. Naja. Ach so, müssen wir hier rum. Ah, okay, ich bin jetzt eigentlich wieder zurückgelaufen. Au. So, ich schieß einfach mal rein. Ja, ich hatte mir nochmal Folge 9 und Folge 10 angeguckt und da fiel mir wirklich wieder auf, dass ich, lass mich mal hier durch, fiel mir wirklich wieder auf, dass ich noch zu selten den Kompass benutze. Boah, wie die sich freuen, wenn die mal einen erwischt haben. Das kann nicht wahr sein. So. Feind, Feind, Feind. Da sind noch mehr Feinde. Ey, das war gut. So, okay, schön. Noch mehr. Geht weg. Ja, gut. Oh, den habe ich aber verzogen. Ups. So, haben wir's. Komm, neu sammeln. Kommt mal alle zusammen hier. Captain Price sagt, was Sache ist. Also, wir stürmen den nächsten Bunker hier. Vielleicht werfe ich auch einfach mal eine Granate rein. Ups. Na, wow. Ja. Überfall. Na, das war ja wohl mal
Eine gute Aktion. So Leute, genau. Ihr könnt euch hier ausruhen, ihr könnt hier ein bisschen schlafen, ihr könnt hier schön lesen. Was auch immer das jetzt hier ist. Was? Fliege? Fliegen? So, lernt ein bisschen was übers Fliegen. Reicht jetzt aber auch mit den... Ach, nee, da sagst du einmal, sie können sich ausruhen, dann guckt euch das mal an. Verkriechen sich hier alle. Keiner will weitermachen. Was für eine geile Truppe. Weiter geht's, Leute. Kommt, reißt euch mal zusammen. Au. Da hat noch einer geschossen. Da. Oder auch nicht. Aber ich habe eigentlich noch einen gesehen gehabt. Ah, oh, warum kommt man nicht auf den blöden Panzer rauf? Das ist irgendwie ärgerlich. Nein! Oh, was? Ja, das war ja mal wieder so klar. Wir schießen hier alle ab und dann nimmt der Panzer unsere eigenen Leute, nehmen dann keine Rücksicht auf uns. Naja. Muss man ja nichts zu sagen. So. Jetzt müssen wir dieses Lager hier wohl einnehmen. Oh. Ja, ah, Mann, geh da weg. Oh Gott. Wir werden umzingelt. Er flieht. Ah, ich hab ihn noch. Ja. Die Briten scheinen den Soldaten nicht von den Deckung gehen gesagt zu haben. Ah, schade. Ich wollte ihn eigentlich mit der letzten Kugel hier umhauen. Wäre zu schön gewesen. Naja, gut. Also nochmal nach... Oh, das war hier aber auch schön bequem. Hey, endlich hat unsere Häusersuche ein Ende. Das kann doch unser neues Hauptquartier werden. Oder nimmt... Ja, Captain Price... Zieht jetzt hier wohl schon ein. Sergeant Davis, bitten Sie in den Gebäuden ein Funkgerät und berichten dem HQ und Mortys Jungs, dass wir den Sammelpunkt gesichert haben. Mache ich. Dass hier nicht mal ein Dankeschön kommt, ey, das kann nicht wahr sein. Drücken Sie F, um das Funkgerät zu benutzen. Na! Verdammt gute Arbeit. Nee, nicht Jungs. Ich hab das... Na, obwohl, ich bin ja auch Junge. Aber die anderen nicht. Die anderen nicht. Also, komm, ihr wart nicht so dolle. Ey, den habe ich doch vor uns umgehauen. Erlebt wieder, das ist natürlich schön. Tapferkeit bedeutet, sich schrecklich zu fürchten und trotzdem aufzusatteln.